Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, in der letzten Folge sind wir dann der Karawane wieder ein gutes Stück näher gekommen. Oh, wenn ich das schon sehe, ey. Jetzt verpiss dich, geh weg da. Wir sind jetzt... Alter, mach's halt kaputt, ey. Holy shit. Da musst du echt aufpassen, überall so Selbstschussanlagen. So, auf jeden Fall die Suche nach der Karawane, die ja in Covenant oder zumindest in der Nähe verschwunden sein soll. Die Spur führt uns hier hin. Da vorne ist, da ist übrigens die Tür. Ich gebe dir Rückendeckung. Wer weiß, wo noch mehr von den Mistkerlen auftauchen. Riegel weg, das ist die Tür am Anfang. Sehr schön. So, auf jeden Fall, wir sind hier gelandet, nachdem wir etliche Hinweise gefunden haben, das ganze Lager auf den Kopf gestellt haben und uns keiner wirklich Antworten geben wollte und gar abgestritten hat, was wir hier vermuten, haben wir es dann irgendwie doch geschafft, hier zu landen. Und ich muss sagen, Junge, Junge, wir sind ganz viele Gegner und ziemlich viele Items und ich kann mich... Toll. Irgendwo müssen weitere Zellen sein. Ich habe so ein Bauchgefühl. Hier gibt es so viele Items, dass ich kaum hinterherkomme. Was? While working at an intern in the clinic, a patient with a strange infection on his foot stumbles through the door. This infection is spreading at an alarming rate. But the doctor has stepped out for a while. What do you do? Keine Ahnung, amputieren? Warte mal, was ist das denn, ey? Sieht aus, als hätte er hier so einen Cowboy-Hut oder so, aber das ist, glaube ich, nur der von der Sitzbank der Standfuß oder so. Dachte erst so, was? Ist das ein Geschwür? Nein? Oh. Oh, hier, knacken. Wuhu. Nee, da nicht. Achso, ich muss ja mit der Maus drehen, richtig. Da war ja was. Tada! Das wär's. Also, wir nehmen erstmal die Uhr. Den Rest lasse ich drin, brauche ich nicht. Aber die Uhr ist zumindest ein paar Kronkorken wert, wenn ich sie denn verhökern möchte. Und einen Blöden finde, der sie kauft. So, was? Büroterminal. Ah! Was haben wir denn hier? Oh, diese Terminals sind teilweise echt schlimm. Gucken wir einfach mal kurz rein, ob sich's lohnt. Irgendwelche Tests, ey. Ich weiß, das klingt verrückt, aber müssen wir die letzte Frage stellen? Zugegeben, ohne die Einschränkungen durch Multiple Choice werden die Antworten vielfältiger und daher die psychologischen Reaktionen anders. Aber vielleicht ist das ja ein wesentlicher Bestandteil. Wir verzeichnen marginale Verbesserungen der Prädiktion des Tests. Alter, ich krieg's nicht hin. Scheiße. Offen gesagt, liegt die Verbesserung innerhalb des Fehlerspielraums. Vielleicht sollten wir drastischere Schritte in Erwägung ziehen. Für was auch immer, ne? Forschungsteam. Dings da, roter Hering. Falls es dir was bringt, ich bin deiner Meinung. Frage 4 war schon immer Montgomerys Baby. Ich glaube, Frage 4 ist ein roter Hering. Wir haben kein Monopol auf das Finden von Synth. Im Commonwealth enttarnen Menschen ständig Infiltrationen aufgrund deren Fehler in Verhalten und Erinnerung. Es ist unbestreitbar, dass die Baseball-Frage abnorme Ergebnisse erzielt. Aber ich glaube, dass es dabei im Kern nicht um einen psychologischen Auslöser geht, sondern vielmehr um einen Erinnerungsfehler. Wenn wir also all unsere Hoffnung auf Frage 4 setzen, ich weiß immer noch nicht, was Frage 4 ist, dann dauert es nur einen Wetware-Update, bis wir wieder komplett von vorne anfangen dürften. Ich weiß, dass ihr meine Ansicht nicht teilt, dass Frage 3 der Schlüssel ist. Aber wenn wir die Testpersonen umfassender beobachten würden, EKG, Pupillenverhalten, Reaktionszeit, dann würden die Datenbände sprechen. Synths sind nicht zu wahren Gefühlen imstande. Also bitte, Frage 3. Montgomery? Chambers muss einfach einsehen, dass es ein Fehler ist, Montgomery zu verlieren. Mir ist es egal, ob Covenant medizinische Versorgung fehlt. Unser Nadelöhr sind nicht die Testsubjekte, die durch Covenant kommen, sondern unsere Aufnahmerate an Testnegativen und unserer Forschungsbandbreite. Wir brauchen Montgomery hier, nicht da draußen als Onkel Doktor für Sammler. Kannst du bitte mit Chambers darüber reden? Ah ja, warte mal, Montgomery, ist das nicht die Ärztin in Covenant? Ach, kein Plan, zu lang her. Aber ich könnte hinkommen. So viele Doktores gibt's doch hier eigentlich gar nicht, ne?
So, warte mal, was machen jetzt hier eigentlich? Ja, schon noch weiter, ne? Das war jetzt die Tür mit dem Riegel. Ach, hier ging es ja gar nicht weiter. Gibt es vielleicht noch mehr Türen? Oder ist sie... Nee, halt, da war ich ja schon am Schrank. What? Moment. Moment. Das haben wir gleich. Ach, hier geht's hoch, oder? Ja. Oh, dann bin ich ja doch eine Etage höher. Nee, glaube ich auch nicht. Kurz doppelläufige Schrotflinte plus, nee. Nee. Was habe ich da eigentlich schon wieder für einen Kack eingesammelt? Ich glaube, ich habe wieder irgendwas aufgesammelt, was ich gar nicht wollte. Ach, kein Plan, ey. Flanellhemd und Jeans. Die Lederkombi stärker, obwohl die übelst ranzig ist. Polunder und Hose. Ja, Mann. Geil. Sackkapuze mit Riemen. Finde ich irgendwie uncool. Raus. Sportkleidung weg. Ist ja echt nur Dreck, was ich da mit mir rumschleife. Was? Oh. Vorsicht, Sir. Ich glaube, wir werden verfolgt. Gegner stehen direkt vor uns. Ja, Kotzi, zünd sie mal an. Das ist ein cooler Typ, ey. Der zündet einfach mal die Gegner an. So wie sich das gehört. Oh, Kartoffelchips. Ah. Oh, eine 10mm Pistole plus. Die heben wir mal auf. Könnte was potenziell Gutes sein. Muss aber nicht. War ich hier schon? Ah, nee, das ist hier so neben. Da war ja hier alles abgesperrt. So, aber Hauptsache die Munition immer mitgehen lassen. Das ist ganz wichtig. Nehmen wir die Impro-Pistole auch mal noch rein und gucken sie uns gleich an. Das ist gerade echt schlimm, so viele Items, die hier rumliegen. Muss man echt immer wieder schauen, ey. Da kommst du kaum ein paar Meter weiter, da musst du schon wieder gucken, was besser ist. So, die macht 21 Schaden, ist eine 10mm. Okay. Dann hauen wir die wieder raus. Wo war die Plus-Impro-Dings? 26. Achso, das ist der Revolver, richtig. Die wieder raus, die war scheiße. Jo, dann weiter. Ey, ich muss echt Inventar wieder ein bisschen entrümpeln, ey. Das ist echt... Oh Gott, nee. Einmal. Ja gut, die haben das im Griff. Aber ich finde es, ist glaube ich gar nicht so verkehrt, hin und wieder einfach die anderen töten zu lassen, weil das spart Munition. Andererseits, ich glaube, wenn du einen Gegner überhaupt nicht anschießt oder anschlägst und der stirbt, gibt es keine XP, wenn ich das richtig sehe. So, einmal Kette auf. Jetzt gehen wir noch hier ums Eck gucken, was da so abgeht. Oh. Ah, vielleicht gehe ich doch lieber erstmal da lang. Was? Jetzt blicke ich es gleich gar nicht mehr. Warte mal. Wo kam ich jetzt nochmal her? Von hier, oder? Ja, genau, so. Da geht's weiter. Also gehen wir da lang und dann da lang. Geh ich mal hier hoch. Hm, was geht ab? Der sieht so ein bisschen tot aus, oder? Oh ja. Besser Arm dran als Arm ab. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wäre ich hier auch schon mal gewesen. Wobei, hätte ich dann diese Munitionskiste übersehen? Ja, wahrscheinlich. Okay. So, dann geht's noch weiter hoch. Ja, übertreibt. Blick's bald gar nicht mehr. Laborkittel. So, aber hier war ich doch schon, oder?
sind ja nicht von alleine. Alter, das ist doch der Anfang, oder nicht? Ganz groß. Ich blick's bald echt nicht mehr. Bringt's dann überhaupt noch was, die Treppen runterzunehmen? Ich gehe mal schauen, schnell. Aber da hier überall Blut ist, war ich da, glaube ich, auch schon. Ja, na klar. Boah, wie ich sowas hasse, wenn ich den Durchblick komplett nicht mehr habe. Oh, ich dachte schon, wer kommt da angerannt? Gleich töten, aber nein. Das machen wir jetzt nicht. So, war jetzt die Stelle nochmal, wo eine Treppe hoch und eine Treppe runter geht, weil dann bin ich wieder richtig. Aber nur dann. Drauf geschissen. Ich glaube, ich laufe hier nur im Kreis. Das sind lediglich Türen, die dann halt abkürzer sind. Oh. Die scheint zumindest mal mit uns reden zu wollen. Oder sagen wir anders, sie will schon mal nicht auf uns schießen. Dr. Rosalind Chambers. Schicke Brille, Alte. Was geht? Hey. Und da bist du. Mein ja, ich. Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten. Vielleicht. Stocktons Tochter ist ein Sünd? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die ursprüngliche Diagnose zu 70% absichern. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Und was ist, wenn die Autopsie ergibt, dass sie gar keiner ist? Ja, dann ist es zu spät, weil Autopsie heißt im Normalfall tot. Erzähl weiter. Was würdest du tun, wenn deine Familie, als du Kind warst, vor deinen Augen von einem Sünd ausgelöscht worden wäre? Würdest du es einfach akzeptieren? Oder würdest du was dagegen unternehmen? Hab keine Ahnung. Was ist denn geschehen? Vor langer Zeit wurden in Diamond City meine Eltern und 8 andere abgeschlachtet. Zuerst dachten wir, der Wahnsinnige wäre ein Mensch. Doch dann erfuhren wir von den neuesten Kreationen des Instituts. Den Synths. Solange das Institut sich unerkannt unter uns bewegt, schlägt es ohne Vorwarnung zu und kontrolliert uns aus dem Schatten heraus. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einen Test zum Erkennen verborgener Synths zu entwickeln, um sie aufzuspüren und zu vernichten. Ist es das nicht wert, dafür zu kämpfen? Ein Krieg? Wirklich? Ist es so schlimm? Hunderte von Entführungen im Laufe der Jahre. Frag die Überlebenden, ob das so schlimm ist. Und viele andere Tragödien haben sie wahrscheinlich auch zu verantworten. Wer weiß schon, wofür das Institut verantwortlich ist. Und wie schaffen sie es, uns im Unklaren zu lassen? Ein lebendiger Sünd ist durch keinen medizinischen Test von einem Menschen zu unterscheiden. Aber mit Psychologie kann man es schaffen. Und da kommt der Safe-Test ins Spiel. Der Test ist noch im Anfangsstadium. Aber durch Opfer- und Durchhaltevermögen steigt die Erfolgsquote. Warte, das ist doch der Mist, den wir uns schon die ganze Zeit anhören müssen, oder nicht? Und der Safe-Test funktioniert? Oh ja, Autopsien bestätigen die zunehmende Genauigkeit. Etwas in den Fragen ruft eine Reaktion bei Synths hervor. Aber der genaue Auslöser ist unklar. Die Fehlerquote ist hoch. 4 oder 5 falsche positive Daten pro Synth. Wir hoffen, diesen Wert auf maximal 2 zu senken. Aha. Wenn der Test funktioniert, könnte das einiges ändern. Das wird die Rechtfertigung für unsere Arbeit. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit, wenn du mich Stocktons Sünd beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Dieser Auftrag war schon verrückt genug. Läuft nicht. Wie gut, dass ich nicht mit dir gesprochen habe. Wenn du der Spinnerin hilfst, haben wir ein ernstes, tödliches Problem. Ja, und jetzt? Hä? Bedrohst du mich etwa, Dan? Ich habe einen Kodex.
Ist nicht immer gut fürs Geld, aber lässt mich gut schlafen. Ich werde den Auftrag ausführen, auch wenn ich dich dafür töten muss. Covenant ist eine Zuflucht? Über die Jahre haben wir Gleichgesinnte rekrutiert. Unsere Leben wurden vom Institut zerstört. In Covenant geht es hauptsächlich darum, den Safe-Test anzuwenden und zu verfeinern. Für manche ist auch die humanitäre Seite wichtig. Wenn du zerstörst, was es hier noch gibt, werden ihre Leben wieder auf den Kopf gestellt. Mhm. Töte sie nicht. Verschon sie. Unmöglich. Höchstwahrscheinlich ist sie eine Infiltratorin des Instituts. Selbst wenn sie ein unglückseliges Opfer ist, kann alles in Gefahr geraten, wenn wir sie verschonen. Und was mache ich jetzt? Ich finde die Alte unsympathisch. Ablehnen. Die Abmachung nehme ich nicht an. Wir können nicht zulassen, dass sie weiter foltert. Dann musst du mich wohl töten. Ja, werde ich tun. Oder? Dr. Chambers. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Wirst du nicht? Okay, ja dann. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Da liegt was zu essen drin. Aber erst nehmen wir erstmal alles mit, was so aussieht, als könnten wir es brauchen. Das ist erstmal viel wichtiger als, Schade, dass diese Technologie eine verlorene irgendwie die Welt retten oder so einen unwichtigen Scheiß. Braucht kein Mensch. Give all the loot to me. Kronkorken. Danke. Jetzt warte mal, steht hier irgendwas drin? Mal irgendwas genaueres oder so? Na gut. Gucken wir uns halt mal die Datenbank an, oder? Gucken, was da zu lesen ist. Speicherte Nachrichten. Was haben wir denn hier? Rückholungsteam. Bis die ganze Sache mit dem ehrlichen Dan erledigt ist, halt dich zurück. Die Stockton-Rückholung hat zu viel Aufsehen erregt. Mr. Fitzgerald ist extrem wütend, dass du Subjekt 14 so nah am Covenant herausgeholt hast. Sowas darf nicht noch einmal vorkommen. Unser Team ist versorgt und bereit, Synths zu schnappen. Wir haben Subject Boyd noch im Blick. Subject vor allem, alles klar. Wir brauchen nur den Befehl. Hutrede. Ich brauche keinen Abschluss in Sozioökonomie, um zu erkennen, dass Covenants Handelspolitik nicht nachhaltig ist. Sobald wir uns die Zuschüsse nicht mehr leisten können, wird Mrs. Fitzgerald die Preise anheben, um autark zu werden. Der Handel wird etwas zurückgehen, aber es kommen inzwischen nicht nur Händler nach Covenant. Einer von Dr. Rogers' Punkten stimmt mich nachdenklich. Covenant arbeitet seit Beginn an mit Verlusten. Die Ausgaben sind gewaltig. Die Fusionsbatterien allein kosten schon ein kleines Vermögen. Die Waren, die wir durch die gefangenen Subjekte erhalten, können das in keiner Weise auffangen. Wenn wir ein Unternehmen wären, stünden wir meiner Meinung nach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Ja, ist doch geil. Ach nee, warte, ist es nicht. Schwere Bedenken. Glaubst du, diese Einwände wurden nicht alle schon einmal vorgebracht? Aber bitte, falls du eine gangbare Alternative siehst, bedenke allerdings Folgendes. Fakt. Wir brauchen eine breite Datengrundlage. Je breiter, desto besser. Fakt. Der erste Test ist am effektivsten, wenn die Subjekte nahe ihrer psychologischen Basislinie sind. Fakt. Wenn das Institut auch nur einen Hinweis auf unsere Existenz erhält, wird unsere Mission zu Ende sein, bevor sie richtig begonnen hat. Covenant wurde von Grund auf so gestaltet, dass es Besucher anzieht. Und es funktioniert. Unsere Datengrundlage wächst exponentiell. Und die Subjekte nehmen freiwillig und nichtsahnend an den Tests teil. Wir versteckten den Test praktisch, indem wir ihn offen zeigen. Covenant ist ein Fehler.
Ich kann Dr. Ryan nicht widersprechen, dass es einen therapeutischen Wert für die Gemeinschaft hat. Aber unsere Mission muss an erster Stelle stehen. Die Zahl der Risiken, an denen wir uns aussetzen, ist geradezu erschreckend. Meine Bedenken hätten nicht einfach so beiseite gewischt werden dürfen. Es muss doch einen anderen, vernünftigeren Weg geben. Ja, vielleicht. So, was mache ich jetzt? Retten oder nicht retten? Das ist hier die Frage. Vielleicht rede ich mal mit der Alten, bevor ich die Käfigzelle aufmache. Mal kurz mit ihm reden. Was zum Teufel machen die eigentlich hier unten? Keine Ahnung. Ach so. Du hast nicht so viel zu erzählen gerade, sagst du, ja? Okay. Da ist sie doch. Entschuldigung. Bitte tu mir nicht weh. Was ist denn geschehen? Die Männer, sie haben mich mitgenommen. Immer diese Nadeln, die Fragen und die Schmerzen. Immer wieder diese dummen Fragen. Ich bin Emilia Stockton. Ich bin kein Sünd. Ja, das kann ja jeder behaupten, ne? Ich glaube kaum, dass es einer zugibt. Wie kann ich mir da sicher sein? Bitte, du musst mir glauben. Ich bin ein Mensch, genau wie du. Mein Vater, der alte Stockton, er wird dir eine Belohnung geben. Lass mich raus. Was macht man jetzt? Was machen wir jetzt mit ihr? Helfen oder nicht? Hey. Bitte, öffne die Tür. Vielleicht. Ach so, die Unterhaltung ist schon wieder vorbei. Das ist ja traurig. Und du kannst Synths und Menschen nicht unterscheiden? Höchst komisch. Dr. Chambers. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Kann es sein, dass die Entscheidung bereits gefallen ist? Ja gut, dann. Mach mal die Zellen auf, ist mir jetzt egal. So, ist auf. Gott sei Dank, ich bin frei. Ich werde nie wieder herkommen. Ja, das will ich hoffen, weil nochmal hole ich dich nicht hier raus. Tschüss. Hey, Dan. Stockton kriegt deine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht. Ja, könnte man so sagen. Was, wenn sie ein Sünd ist? Nach all dem wissen sie immer noch nicht, ob sie ein Sünd ist. Ich finde, sie ist menschlich genug. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. 300 Kronkorken? Geil. Hältst du mich etwa hin? Man nennt mich nicht ohne Grund den ehrlichen Dan. Das ist genau die Hälfte von Stocktons Bezahlung. Kein Kronkorken mehr oder weniger. Ich habe mehr als die Hälfte der Arbeit übernommen. Da sollte der Anteil höher sein. Stimmt irgendwie. Wäre 60-40 für dich in Ordnung? Ja, okay, dann passt ja. Ah, da hat die Überzeugungsarbeit doch mal was gebracht, aber mehr wollen wir jetzt nicht ausreizen. Bis dann, Dan. Ja, bis dann. Bis dann, dann. Level up. Boah, das gab aber jetzt viel XP. 412. Heieieiei. Ach hier, Werkbank. Ich kann hier gar nicht arg viel machen, ne? Ist nur die Rüstungswerkbank oder haben wir eine andere auch noch hier? Das wäre natürlich echt schick. Sieht aber nicht danach aus. So, und jetzt? Dr. Chambers. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Na dann. Nur ein Kratzer.
Knall mal die alte mal ab. So viel dazu. Genau. Siehst du, die hat nämlich hier noch so ein bisschen Geld, was auch immer ein Tattoo ist, das nehmen wir mit. Aber ich glaube, wir sind hier fertig. Komm, Teddy, wir gehen. Ach so, warte mal. Ist hier irgendwas Sinnvolles drin? Nee, wegen so einem Gockel mache ich jetzt hier nicht noch ewig rum. Na, 360, ist doch gar nicht so schlecht. Ach, guck mal einer an, der Alchemielaborstation ist da. Nur nichts Normales, also keine normale Werkbank. Na gut. Dann würde ich sagen, Freunde, lassen wir es erstmal gut sein. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wie gesagt, immer schön Vorschläge und Hinweise. Wenn euch irgendwas auffällt, sagt es mir. Ich bin da manchmal so ein bisschen im Tunnelblick unterwegs. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut und tschüss.